Herzlich willkommen zurück zu Dark Cloud, meine Damen und Herren. Mit mir ist Sammy Klambi Katze. Das ist natürlich die PlayStation-Version, nicht die Remastered-Version. Die, also die ich in den Videos gesehen habe, schon ein bisschen besser aussieht als das, was ich hier spiele. Aber trotzdem hat die PlayStation-Version einen gewissen Reiz und Charme. Dann habe ich noch weiter trainiert an der Stelle. Ich habe jetzt wieder, also. Wir können erstmal den Speer habe ich hochtrainiert. Wir können ihn jetzt einfach entwickeln. So Kaktus. Das ist wirklich ein kleiner Kaktus von da drauf. Also, das habe ich weiterentwickelt. Dann bin ich hier nicht weitergekommen. Dann wollte ich den Hammer weiterentwickeln, was ich schon machen werde mit der Zeit. Das will ich jetzt vorne. Ne, das sieht noch aus wie vorher. Den könnte ich eigentlich in eine Kugel verwandeln, weil da wird wahrscheinlich jedes Mal rauskommen. Weil ich das verkackt habe. Dann habe ich. Achso, ja, ich habe Sieve gefunden. Weil ich ein paar Runden in den. In dem Tempel rumgelaufen bin. Dann habe ich halt Steve bekommen. Als Zwille. Warum nicht? Ja. Und jetzt glaube ich Nis geändert. Ja, genau. Und dann habe ich halt noch wieder ein kleines Schwert. Das habe ich aus einem Kristallmesser gekriegt. Also das hier quasi ist das kleine Schwert, was hier unten ist, keine Ahnung. So, dann habe ich jetzt halt ein paar Schwerter gekauft und ja. Wir gehen einfach weiter. Weil wir müssen ja irgendwo hin. So, das ist so ein. Da unten ist doch die Erde, oder? So, das ist die Erde. Mondmeer. Krater. Alles klar, ich bin ready, Alter. Okay, wie gehen einfach aufs Mondmeer. Also das, was ich weiß, ist, dass ich bei einer Figur... Ich kann bei einer Figur irgendwelches Mondmaterial abgeben, dann kriege ich irgendwas. Ich kann... ich muss hier irgendwelche Schießpulver finden. Irgendwas. Und was war's noch? Noch irgendwas. Und jetzt muss ich halt noch Dings finden. Oh nee. Ich möchte verarschen. Was im Strahl. Welche Waffe ist sehr effektiv gegen Metall? Ich glaube, der Hammer. Metall und Gestein. Oh Gott, da muss ich erstmal Goro reinnehmen. Achso, Goro, da habe ich hier so eine Graskugel gefunden. Fuck, ich hab die falsche Waffe drin. Ich muss den Hammer reinnehmen. Jetzt geht's ab. Die Hexe kann ich komplett vergessen, weil ich Angst habe, dass ich meine Leute wieder vergifte. Dann nehme ich mal Ruby rein. Alles so schnell. Och Mann.
ist ein Wasserquell? Die Kisten sehen ja geil aus. Im Griff erhalten. Im Griff erhalten? Was kann man hier alles? Alles wurscht. Das sieht echt fancy aus. Griff erhalten. Das war eine normale Kiste. Der macht Damage. Holy shit. Nice. Okay, die haben jetzt alle, die haben jetzt einfach alle Höllenpickel genannt. Ganz bitte schade, dass ich halt aus dem Kristallmesser, dass ich da Finger. Okay, jetzt wird's verrückt. Finger. Ganz bitte schade, dass ich da raus. Na komm mal her. Ist ja schade, dass ich halt aus dem Kristallmesser. Was für ein Witz. Wenn ich halt ein kleines Messer rausgekriegt habe. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was das andere ist, was da rauskommt. Es gibt ja eine Tabelle, wir sehen jetzt eine Liste, wo das da steht. Aber die habe ich mir halt nicht angeguckt. So, also wie gesagt, ich habe da keine Ahnung, was rauskommen kann. Alles. Eine Krone, Finger, Krone. Muss ich eine Statue zusammenbasteln? Okay, Zauberkristall. Okay, die Reste sind alle hier unten und da ist kein Gegner. Bitte. Komisch. Adlerkopf. Okay. Meine Theorie tut langsam Form annehmen. Ammonshorn. Wo ist die Kiste? Sachs. Okay. Gut, die nehme ich gerne. Doch eine große Kiste. Eine Leiter. Nee, okay, ihr wisst alle Bescheid. Mal Gift nehmen. Oh nein. Die hat auch so unbedingt gezockt, du. Ich hab übelst lange an der scheiß Waffe. Mann, ist das scheiße. Dann beschreiben, dann geht's wahrscheinlich hier raus. Ja. Okay. Ey, ohne Witz, ich hab übelst lange an der scheiß Waffe gehangen. Dass ich die so fristen kann. Und jetzt krieg ich die einfach geschenkt. Naja, dann ist das halt so. Da halt. Nice. Ja, komm her. Bursche. Schießpulver. Ach, das Mini mit Schießpulver, dass du Schießpulver brauchst, um weiterzukommen.
Schade, dass die jetzt ein Katapult. Schießen wir mal den Katapult rüber, wa? Nee, ist eine Treppe. Hab ich da irgendwas gefunden? Wie der Griff! Ach so! Alles klar! Okay, interessant. Jetzt in der Situation noch ein Kristallmesser. Ihr wollt mich doch verarschen. Die kleine Wichse hat mir Geld geklaut. Gut, ne, wenn man es hat, kann man es auch zeigen. Ich muss auch zugeben, dass quasi meine Kaktus quasi stärker ist als den ich gerade gefunden habe. Aber dass ich trotzdem jetzt in der Situation noch ein Kristallmesser kriege. Wirklich, das ist eigentlich schon eine Frechheit. Muss ich ernsthaft sagen. Ich hätte nicht mal ein Mondschwert oder so. Also. Wir gehen mal die nächste Ebene. Ach, kann es sein, dass ich das Zeug sammle, um in der Halle bei der Fabrik das Zeug dorthin zu setzen? Warte mal, das muss ich mal nach der Ebene mal testen, ob das so ist. Das ist was zum Springen, alles klar. Man darf nicht vergessen, dass es müsste rein theoretisch die letzte Ebene sein. Ihr seht ja auch 107 Angriff zu 70. Okay. Wir nehmen mal die kleine Kiste. Okay, was zum Verkauf. Weltraum. Okay. Oh, den Schlüssel. Okay, es gibt wieder eine Brücke, alles klar. Weltraum Gio. Komm her, Keule. Okay. Okay, jetzt schon das Schießpulver. Mehr Hexe. Komm her, Keule. Ey, dass man wirklich so wenig Geld kriegt, das ist ey, wirklich. Sonst in der Situation, wo ich gerade bin. Von der Weite her. Also, ist schon hart. Das ist echt hart. So, das ganze Zeug, was ihr hier seht, das habe ich quasi nicht gekauft, das habe ich erfahren. Die ganzen Stärketränke und alles.
Wuhuhuhu, scheiße, war das knapp. Eieieiei. Holy shit. Das war knapp. Ist voll und kann ich aufrüsten. So, dann wechsle ich mal zu der anderen Kaktuswaffe. Die ist jetzt natürlich ein bisschen schwächer als meine, die ich jetzt habe. Aber wie gesagt, Stärke, Zauber ist nicht das Problem. Donner und Feuer. Pflanze und Hexer. Traurig. Ja, das ist. Ach so, heilig brauche ich auch noch. Welchen Attribut hat das erste? Hat der erste Start? Wind. Könnte mir das so ein bisschen ausgleichen, ein bisschen verbessern so. Donner braucht er. Also keins davon, was er schon hat. Also müsste ich da quasi ein bisschen nachhelfen. Okay. Muss ich mal gucken. Eine Mehrkeule, was geht? Nein! Easy. Ich gehe dann eh raus, um zu gucken, ob das mit meiner Theorie hinhaut, wegen dem, ob ich die Fabrik aufbauen muss. Teile der, ja, ich muss die Fabrik aufbauen. Das kann ich mir das näher erklären, was ich hier kriege. Alles auf den Haufen. Da. Ach, da ganz oben. Oh, fuck, ich muss bis zum Ende am Arsch der Welt laufen. Okay. Oder? Hier hinten. Anti-Fluchband. Ich brauche ja gerade aktuell ein Anti-Fluch und Anti-Giftband. Das habe ich zum Training, habe ich das reingenommen. Wegen den Fledermäusen. Ich habe ja im ersten Dungeon die ganze Zeit trainiert. Alle. Deswegen. Okay, also ich muss wieder zurückbringen auf jeden Fall. Elefantenemblem, alles klar. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt zu viel Sachen sammeln muss für die Fabrik. So, wie bei einer echten Stadt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich. Und weiter geht's. Oh, meine Feder ist gegangen. Schaden, das ist richtig Pain. Stimmt, die Waffe war fast voll. Von den WP-Punkten her. Und jetzt ist die schon wieder fast im Arsch. Musst du echt aufpassen, ey. Das ist echt Wahnsinn. Brauchst du echt Waffen, die gegen Metall oder Gestein irgendwas machen können. Beide Arme, ja. Sonst bist du ja richtig am Arsch.
ich rede einfach durch. Oder? Hi. Ich hab schon gedacht, ich muss den einen Schießpulver geben, dass ich irgendwas krieg. So, ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt Schießpulver suchen muss, um mit der Kanone mich hin und her zu schießen. Gelbstein. Wir probieren das jetzt mal. So, da können wir ja auch gleich gucken. Ach, da liegt eine Kiste. Graskuchen. Ja, guck ja mal. Nein, das hab ich weggenommen. Scheiße. Nice, es hat auch endlich mal über 40 Def. Nice. Ja. Genau, wir wollten ja Zeichen zeigen an, dass ich dort grüne Zeichen. Ich achte einfach mal auf das grüne Zeichen, da muss schön. Da hier rein. Mondfabrik. Editormonie. Ja, ich muss das wirklich aufbauen. Leck mich fett. Ich muss das Schiff wieder aufbauen. Ja, moin, Diggi. Das Elefantenemblem. Alles klar. Ja, gut. Das mit den Fingern sehe ich jetzt nicht so. Elefantenemblem. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Fuck, das sind viele. Das sind echt viele. Eins. Ich muss es dann irgendwie hersetzen? Das wird ein Spaß. Okay. C. Okay, krass. Das ist echt krass, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Liegt hier irgendwas rum in die Kiste? Okay. Wir bauen jetzt einfach mal ein Schiff zusammen. Warum nicht? Okay. Ja. Gegenstände, der ist über fest was drin. Ist was drin. Gut, den Feuerring kann ich schon mal komplett vergessen bei dir. Aber komplett. Ja, und den habe ich da schon reingenommen. Müsste dann schon die anderen Ringe nehmen. Rein theoretisch könnte ich die ganzen Kämpfe gegen die Leute vergessen. Ich kann ja meine Waffen nicht aufleveln. So, das würde ja keinen Sinn machen. So, das war hier der. So, das waren die. Kann ich nichts machen. Was eigentlich zu den Laden?
weil ich neues Pulver haben wollte, Reparaturspulver. Ja, das ist so blöd, dass es ein Kreis ist. Nee, da hinten geht's nicht lang. Das Haus müsste es sein. Wo ich auf die Knarren gucken kann. Müsste das Haus sein. Das finde ich ja doch am allerwitzigsten, dass man den Haus einfach Knarren kaufen kann. Aufbewahren. Oh, auch sexy auf jeden Fall. Okay, hier kann ich mal Zeug aufbewahren. Samba. Das ist blöd. Ey, wenn das so anfängt wie bei der Wüste, wo du manchmal nur 3 und 4 kriegst, boah, dann dauert das ewig. Die Scheiße. Genau, hier wird schön. Ja. Eine Schnecke und eine Schakal. Niedlich. So, das wollte ich kaufen. Brauch ich eh, ne? Na, wie ich das nicht brauche. Vorstellen, dass aus der Waffe bei der zweiten Option das rauskommen kann. Oder halt ein Prachtschwert. Muss man bei Gradius mal gucken. Ja, was drauf ist, wenn der verkaufe ich die. Ne, der ist nicht drauf. Kann ich sie verkaufen. Die würde ich gerne aufheben, weil die hat 3 Slots, mit denen ich halt Sachen machen kann. Deswegen. So. Die brauche ich auch nicht, weil, warum? Ich kann das Zeug kaufen. Stufe 1. Ob der einfach Stufe 2 oder so ist, egal. Im Endeffekt brauchst du die nicht, weil du tust ja eh solche Synthesekugel herstellen und die dann einfach draufhauen. Auf die Waffen. Ach, die ist gleich daneben bei dem Durchgang. Ja, perfekt. Das muss ich mir merken. Das gleich hier drüben das Ding ist. Okay, weiter geht's. Okay, das hab ich nicht gewusst. Ja, dann rein hier und den Lachs. Das Mondmeer.